Wir mussten ja kurzfristig etwas umdisponieren und jetzt bei mir zu Hause und dann fühlt man sich natürlich pudelwohl. Eine Ausnahme nur für Brisant. David Garretts Buch heißt Wenn ihr wüsstet und zeigt zum ersten Mal die Wahrheit hinter der Bilderbuchkarriere. David Garrett, der mit 10 als Ausnahmetalent gefeiert wurde und später zum internationalen Popstar aufgestiegen ist, hatte gar keine andere Wahl, als perfekt zu sein. Denn als seine Eltern sein Können entdeckten, da war er 4, wurde die Geige zu seinem Schicksal. Ich bin halt in einem Umfeld groß geworden mit meinem Papa, der halt Rechtsanwalt ist, aber auch Berufsmusiker sehr gerne geworden wäre, und mit meiner Mutter, die professionelle Balletttänzerin war. Das ist schon Umfeld, was Disziplin erwartet. Insofern war jetzt auch nicht so die große Möglichkeit, mal zu sagen, nee, ich mach mal heute nichts. Im Buch schreibst du, die ganze Harmonie im ganzen Haushalt hing von dir ab, ob du gut geübt hast oder schlecht. Teilweise ja. Das war mir wirklich unangenehm, peinlich, beschämt. 7 bis 8 Stunden tägliches Üben mit seinem Vater machten David Garrett sehr früh bühnentauglich und ziemlich ungeeignet für einen normalen Alltag. Ich hatte sehr, sehr früh Privatunterricht. Ich habe diesen sozialen Umgang mit Gleichaltrigen nicht gehabt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich anziehen soll. Meine Eltern haben, also mein Papa insbesondere, hat viel Wert drauf gelegt, Klamotten mir auszusuchen. Und sämtliche Auftritte haben seine Eltern damals mitgefilmt. Aus Stolz, aber auch, um die Auftritte später nochmal durchzukauen. Heute macht David Garrett das Beste aus dem Drill von früher und sein riesiges Privatarchiv über QR-Codes im Buch für seine Leser zugänglich. Und noch ein bewegendes Detail erfährt man. Seine Oma stammte ursprünglich aus der Ukraine. Aus Kiew, ja. Ja. Wie geht's dir denn da jetzt? Surreal, schockierend, herzzerreißend. Ich glaube, gerade meine Generation, die halt auch Krieg nicht so erlebt hat, ist das schockierend, dass sowas überhaupt noch möglich ist. Also wir sind doch eher die Generation der Diplomatie und des Redens und des Austauschens. Und wir reden über Gendern und wir reden über die kleinsten Kleinigkeiten. Und dann marschieren Panzer über die Grenze. Wie bizarr und wie verstörend sind solche Bilder. Ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Ich hoffe, dass das ganz, ganz schnell ein diplomatisches Ende findet. Ja. Denn da sterben von beiden Seiten junge Leute, die keine Ahnung haben, warum. Garrett ist Kosmopolit, hat Fans auf der ganzen Welt, Wohnsitze in Spanien und in New York. Dort hat er auch an der elitären Juilliard School studiert. Ein erster Befreiungsschlag, denn die war weit weg von zu Hause. Doch David Garrett sagt auch ganz klar, ohne sein Elternhaus wäre seine heutige Karriere kaum möglich. Er ist komplett versöhnt. Übrigens auch damit, dass er in der Liebe mehrfach ausgenutzt wurde. Auch das schreibt er ehrlich. Heute ist David Garrett sehr glücklich vergeben. Dass er ab und zu über eigene Kinder nachdenkt, bespricht er offen. Ich weiß allerdings auch, irgendwann mal hier in diesem Jahr wird es losgehen und dann wird es sehr intensiv. Würde ich dann meine Freundin schwanger zurücklassen wollen zu Hause, ist nicht mein Charakter. Deswegen warten wir noch ein bisschen. Nach über 2 Jahren Pandemie zurück auf die große Bühne. Auch das wird sich nun für ihn durch das Buch anders anfühlen. Ich bin echt nach dem Konzert von der Bühne gegangen, habe mein T-Shirt gewechselt und habe gefragt, was haben wir denn morgen? Ich habe das nie wirklich selber mir den Respekt gegeben, den Moment zu genießen. Und vielleicht die Reise dadurch hat mich zum ersten Mal so ein bisschen auch auf das, was ich erreicht habe, stolz werden lassen. David Garrett hat seine Unbeschwertheit zurück in der Musik und im Leben. Und das gibt er nun allen sogar schriftlich.